Im letzten Kapitel von One Piece haben wir gesehen, wie Kinemon, ein eigentlich nicht so starker Charakter, es geschafft hat, mit Hilfe seiner Fähigkeit Feuer zu schneiden, Kaidos Boro Breath zu spalten. Was hat es denn mit seiner Fähigkeit genau auf sich und kann Zoro das vielleicht auch lernen? Denn es ist nicht das erste Mal, dass wir elementare Schwertkunst gesehen haben. Charaktere wie Brook oder MacGuy können ebenfalls andere Elemente auf ihr Schwert anwenden. Was es alles für Fähigkeiten gibt und ob Zoro damit stärker wird oder wie er allgemein stärker wird, nach dem Intro. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. So, liebe Leute, es ist an der Zeit, dass ich mal ein wirkliches Video über diese Fähigkeiten mache. Denn es gibt es schon lange. Bei Marineford haben wir zwei Charaktere gesehen, die auch elementare Fähigkeiten auf ihr Schwert anwenden konnten. Einmal Fossa, der 15. Divisionskommandant von den Whitebeard-Piraten war. Und er war auch dabei, als die restlichen Whitebeard-Piraten noch einmal probiert haben, sich an Blackbeard zu rächen in dem Vergeltungskrieg. Und man weiß eigentlich sonst gar nichts über ihn. Wir haben nur gesehen, wie er kämpft. Und zwar kann er sein Katana, sein Schwert einfach entflammen. Er kann es einfach mit Feuer ummanteln und damit seine Feinde zerschneiden. Wie er das macht und ob er eine Teufelsfrucht hat, das ist nicht bekannt, aber es sieht so aus, dass es die gleiche Fähigkeit ist, die Kinemon auch beherrscht, was ja erst viel später aufgetaucht ist in der One-Piece-Geschichte. Ein Typen, den wir auch bei Marineford gesehen haben, der Elektrizität auf sein Schwert anwenden konnte, war MacGuy, der auch bei Marineford das erste Mal aufgetreten ist und auch zu den Whitebeard-Piraten gehörte. Und er wird auch als Beinamen Thunderlord, also Donnerlord noch genannt. Erstmal, dass sein Bart wie Blitze aussehen und natürlich sein Schwert. Und ich denke auch bei ihm, dass es keine Teufelsfrucht ist, sondern eher eine Schwerttechnik, die vielleicht ähnlich wie bei den Minks funktioniert. Denn die Minks können ja auch aus irgendeinem Grund Elektrizität erzeugen, wo man auch noch nicht genau weiß, wo das herkommt. Bei Elektrizität denkt man oft an Reibung, vielleicht auch bei Feuer. Bei Hitze kann man auch an Reibung denken, aber wir sehen ja nicht, dass irgendwas gerieben wird oder so, sondern sie entsteht einfach. Also die Elemente auf den Schwertern kommen einfach, ohne dass es jetzt irgendwie physikalisch da eine Erklärung gibt. Und das ist meiner Meinung nach ganz leicht zu erklären, einfach mit Haki. Ich denke, natürlich muss man irgendwie wissen, wie man das Haki-technisch oder gedankentechnisch dann so steuert, weil Haki ist ja eigentlich nur der Wille. Und vielleicht gibt es da auch irgendwelche Haltungen, die man einnehmen muss, um das auf das Schwert zu erzeugen. Aber ich glaube, diese ganzen elementaren Schwerttechniken kann man einfach mit dem Willen erreichen, indem man einfach wirklich sein Haki diesbezüglich trainiert. Bei Brook ist es ja auch so ein Beispiel. Er kann auch Kälte, Eis, Frost auf sein Schwert anwenden, obwohl das ja eigentlich gar nichts mit seiner Teufelsfrucht zu tun hat. Man könnte sagen, okay, seine Seele ist eiskalt oder irgendwie hat das trotzdem mit seiner Totenreichfrucht zu tun oder kann es deswegen anwenden. Ich glaube aber, es hat gar nichts mit seiner Teufelskraft zu tun und es ist auch nur ein Beispiel in der One Piece Welt, dass man auch das Element Eis anwenden kann auf das Schwert. Bei Kinemon ist es ja auch so, er kann Feuer erschaffen auf seinem Schwert, er kann aber auch Feuer durchschneiden, er kann sogar Explosionen zerteilen und damit Leute schützen. Und es hat alles nur mit einer Technik zu tun, laut seiner Aussage, weil seine Frucht ist die Kleiderfrucht, dass er einfach Gegenstände zu Klamotten verwandeln kann. Also es hat nichts im entferntesten Sinne mit Feuer auf dem Schwert zu tun. Deswegen kann ich mir das bei Brooks Fähigkeit auch vorstellen. Und das gibt es ja schon länger, seit Marineford. Ich habe auch schon locker vor 2-3 Jahren einmal darüber geredet, aber die Frage ist, wann wird das denn eingeführt? Wann wird denn diese Fähigkeit mal jetzt vorgestellt? Für Zoro auch vor allen Dingen. Weil ich glaube, und das haben wir ja gesehen im letzten Kapitel, dass das wirklich auch ein Schlüssel ist, um Kaido zu besiegen. Wir haben gesehen, dass selbst Kinemon, der ja stärketechnisch wirklich nicht jetzt oben mitspielt, in der Lage war, Kaidos mit verheerendste Attacke, die wir bis jetzt gesehen haben, wo er einen ganzen Berg pulverisiert hat, die konnte er einfach zerteilen. Was auch Sinn macht. Das macht Sinn, weil er kann die Technik und es ist eigentlich egal, wie stark der Angriff ist, das Feuer oder was auch immer, die Explosion, er kann es zerteilen. Es macht schon Sinn. Ich will jetzt nicht die Logik in dieser Szene irgendwie in Frage stellen. Aber Kinemon hat es auch noch geschafft, durch das Zerteilen des Feueratems von Kaido ihn auch noch zu treffen, ihn zu verletzen und vielleicht sogar bald, oder vielleicht hat er sogar schon einen Zahn rausgehauen. In dem einen Panel sah es zumindest so aus. Und das macht eigentlich komplett die Drachenform fast schon von Kaido nutzlos, um ehrlich zu sein. Wir wissen zwar nicht, was er noch kann, ob er vielleicht Gewitterwolken erzeugen kann, das haben wir schon gesehen, ob er die auch vielleicht steuern kann, entladen kann. Das wissen wir nicht, das könnte noch eine coole Fähigkeit sein als Drache. Sonst haben wir noch natürlich ihn als Drachenform. Er hat kleine Arme nur, ist halt ziemlich länglich und könnte vielleicht mit seinem Schweif noch irgendwie kämpfen oder so, was aber ein bisschen träge wäre, da könnte er sich gleich zurückverwandeln. Deswegen eigentlich ist dieser Feueratem sein Hauptangriff in der Drachenform, die jetzt ja eigentlich so ja nicht mehr benutzbar für ihn ist, wenn er einen Gegner hat, der die ganze Zeit seinen Angriff damit zerschneiden kann und kontern kann. So, das macht keinen Sinn. Und ich finde es eigentlich schade, dass Zoro das jetzt nicht vor dem großen Kampf vielleicht mal von Kinemon irgendwie beigebracht bekommen hat. Vielleicht hat er das ja. Es gab ja noch einen kleinen Tagestimeskip, wo Zoro das Enma beherrscht hat, was ja auch schon in der Lage ist, Kaido zu verletzen. Vielleicht hat Kinemon ihn da noch diese Fähigkeit beigebracht, Feuer zu schneiden, Feuer zu erzeugen, weil das
das ist der Schlüssel, um Kaido zu besiegen, einfach in seiner Drachenform. Die Frage ist natürlich trotzdem, Hybridform oder selbst Kaidos normale Form finde ich schon mit am stärksten eigentlich so. Aber trotzdem sind das einfach wichtige Fähigkeiten und wir werden jetzt wahrscheinlich jetzt auch im nächsten Chapter in naher Zukunft sehen, wie Elektrizität auf Kaidos Körper einen Einfluss hat, denn die Minks haben jetzt ja es geschafft, Jack niederzustrecken und jetzt als nächstes sehen wir Inuarashi, Nekomamushi in der Sulong-Form und die ganzen Minks in ihrer Sulong-Form noch, die ja viel mit Elektrizität kämpfen, wie sie dann gegen Kaido kämpfen und ob das auch eine große Auswirkung auf seinen Körper hat. Also diese elementaren Fähigkeiten auf den Schwertern wären auf jeden Fall ein würdiges und auch richtig krasses und gutes Power-Up für Zorro. Ohne jetzt immer als einzige Lösung, als einziges Power-Up für Zorro immer zu nennen, dass er sein Auge öffnet und Asura beherrscht und dadurch zum überschnellen Hakuba-Dämon wird so mäßig. Das ist natürlich immer so das, an was man denkt. Aber wie krass wäre das, wenn Zorro wirklich Elektrizität, Eis, Feuer, diese Elemente beherrscht mit seinem Schwert und diese Techniken anwendet gegen andere Teufelsfruchtnutzer vielleicht, gegen andere Kämpfer und da kann das perfekt taktieren, was für eine Fähigkeit, was für ein Element er jetzt braucht. Das wäre meiner Meinung nach nochmal ein richtig geiles Element, eine richtig geile Ergänzung zu Zorro, um ihn stärker zu machen, um nicht immer die billigen Optionen auszuwählen mit dem Auge. Ich habe auch wirklich gedacht, dass es auf Wano Kuni thematisiert wird, dass Wano Kuni ist ja auch unterteilt in verschiedene Elemente. Es gibt da oben rechts Ringo, was total vereist ist, totales Schneegebiet. Dann gibt es auch die Einöde, die Wüste. Ich habe gedacht, dass da wirklich auch so auf Wano Kuni wirklich auch so Schwertmeister leben. Alte Samurais, die vielleicht noch da leben, die vielleicht diese Techniken beherrschen und diese Charaktere, die ich gerade vorgestellt habe, dass diese die da gelernt haben. Aber jetzt ist Wano Kuni schon im Finale sozusagen. Jetzt ist schon der Kaiserkampf und wir haben noch nichts davon irgendwie gehabt. Wir haben allgemein noch viele Sachen, die wir uns gewünscht haben, die wir uns vorgestellt haben, noch nicht jetzt in Wano Kuni enthüllt bekommen, wie Zorros Herkunft, obwohl man da auch viele Sachen rausleiten kann schon, dass er halt ein Shimotsuki ist eigentlich. Aber halt nicht offiziell. Wir haben nicht offiziell mal die Enthüllung für die Charaktere, sowas haben wir noch nicht bekommen. Genau wie mit diesen elementaren Fähigkeiten. Vielleicht kommt noch irgendwie bald ein Schwertmeister zu Zorro, der vielleicht Zorro das noch beibringt. Ich frage mich allgemein, wo Kinemon das her hat, denn im Oden-Flashback damals, wo er ganz jung war, hatte er das auch noch nicht. Also es muss wirklich, glaube ich, der Hass gegen Kaido und gegen das Feuer sein, das ihn einfach dazu getrieben hat. Denn am Ende hat Schloss Oden gebrannt, Oden selbst wurde gekocht, was auch unter Feuer stand und Kaido als Drache natürlich mit seinem Boro-Breath Feuer speiend. Natürlich hat er innerlich so einen übertriebenen Hass gegen das Feuer, was ihn vielleicht dazu getrieben hat, einfach Haki-technisch denn seinen Willen auch so doll anzupassen, Feuer zu schneiden. Wisst ihr, was ich meine? Weil Kinemon einfach das Feuer so doll verabscheut. Das kann wirklich so ein Ding sein, dass der Wille einfach so stark sein muss. Und da frage ich mich auch gleich zwei Schritte weiter, kann Mihawk sowas? Kann Mihawk diese Techniken? Wenn ja, hat er sie vielleicht Zoro schon beigebracht? Was ja nicht so scheint, denn Zoro hat sowas noch gar nicht eingesetzt. Und eigentlich das jetzige Power-Up von Zoro ist ja auch Enma, das neue Schwert, was ja auch komplett anders funktioniert, Haki-technisch. Das Schwert kann ihn oder hat ihn das allererste Mal das Haki rausgezogen, komplett aus seinem Körper und in einen Angriff kanalisiert, mehr oder weniger. Und damit hat er dann eine halbe Küste abgeschnitten. So, und dann hat er innerhalb von 2-3 Tagen es geschafft, Enma zu beherrschen, dass nicht komplett das ganze Haki rausgeschossen wird. Aber ich denke, Enma ist schon jetzt gerade das Power-Up für Zorro in diesem Arc. Alle seine Fähigkeiten, die er bei Mihawk gelernt hat, Haki, Rüstungshaki, was er aufs Schwert anwenden kann, diese Augen aufs Schwert, das alles plus Enma, was er jetzt noch gerade frisch erhalten hat, was er gerade beherrscht hat und jetzt das erste Mal damit richtig kämpft, das ist eigentlich das Zorro-Power-Up, glaube ich. Und es könnte natürlich sein, in einem ernsten Kampf auf Leben und Tod, wenn er an seine Grenze geht, dass er vielleicht noch eine Technik, ein, zwei Techniken aus dem Ärmel schütteln, die uns extrem überraschen. Aber ich denke, das ist das Wano Kuni-Power-Up von Zorro und es kommen diese elementaren Fähigkeiten nicht mehr dazu. Was ich mir aber extrem wünsche für die Zukunft, weil es ist einfach interessant, es ist cool anzusehen und es ist vor allen Dingen nützlich jetzt auch in der neuen Welt und auch für den letzten Krieg, der noch kommt. Und es ist ja nicht so. Wir haben innerhalb der Strohpiratenbande Brook, der die Eisfähigkeit kann und Kinemon noch, der das mit dem Feuer theoretisch erklären könnte, wenigstens theoretisch, wie es funktioniert. Und die Minks mit der Elektrizität haben wir auch noch, die vielleicht Zorro das noch beibringen könnten. Also wir haben eigentlich alle Komponenten, um Zorro diese Fähigkeiten beizubringen, haben wir da. Die Frage ist, wird das nochmal ein Thema? Hat Oda das vielleicht ja noch im Kopf überhaupt? Das sind also Fragen, die stelle ich mir. Schreibt eure Meinung mal in die Kommentare zu diesem Thema Zorros Power-Up, elementare Schwertfähigkeiten, Enma. Ich finde es immer wieder interessant. Ich bin damit aber erstmal für heute raus. Ich wollte das Thema mal in einem extra Video ansprechen. Haut rein, liebe Leute. Ciao und tschüss, euer Theo.